Am 9. und 10. Oktober war Zwickau Gastgeber für den 17. Internationalen Jahreskongress der Automobilindustrie. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie regionale mittelständische Zulieferbetriebe von neuen Produkten und auch neuen Märkten profitieren können. Organisiert wird der Jahreskongress von der Industrie- und Handelskammer. Damit soll den Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit gegeben werden, neue Ideen aufzugreifen und vor allem wichtige Kontakte zu knüpfen, damit die regionale Wirtschaft im weltweiten Geschäft mithalten kann. Also wir machen diesen Kongress seit 1997. Er hat eigentlich drei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, dass die Unternehmen, die hier teilnehmen, die neuen Trends erkennen. Dudenhöfer war heute da, der mal einen Ausblick gegeben hat auf die nächsten Jahre. Der zweite Aufgabe ist, dass die Firmen miteinander reden, kooperieren. Und die dritte Aufgabe ist, der Kongress ist ja international. Wir wollen also auch auf unsere Region, auf die Region Zwickau, Chemnitz, Plauen entsprechend aufmerksam machen. Und wir haben in diesem Jahr Gäste aus Indonesien, Österreich, USA, Tschechische Republik. Und da denke ich, ist es auch eine Aufwertung für Stadt und Land. Wenn es um Innovationen und neue Produkte geht, dann kommt man am Thema Elektromobilität nicht vorbei. Darum ging es auch in den Ausführungen des Automobilexperten Ferdinand Dudenhöfer. Er betrachtet Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb klar und deutlich als die Zukunft. Er fand aber auch klare Worte, dass es so nicht weitergehen kann, wie es bislang in Deutschland läuft. Die Elektroautos gibt es zu kaufen, die gibt es von fast allen Autobauern zu kaufen. Sie sind noch relativ teuer momentan und wir tun relativ wenig in Deutschland aus dem politischen Rahmen heraus, um dem Elektroauto die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Derzeit ziehen sich zum Beispiel die großen Energieversorger RWE, E.ON, Vattenfall aus öffentlicher Ladeinfrastruktur zurück und Elektroautos in Städten ohne Ladesäulen, das kann man wirklich vergessen. Also wir müssen endlich aufwachen und was wir tun, sonst fällt es uns auf die Füße. Könnte man da sagen, die Politik vergibt gerade eine ziemlich große Chance? Nach meiner Einschätzung vergibt die Politik eine Riesenchance. Es ist immer wieder angekündigt worden, auch von der Bundeskanzlerin, sie will 1 Million Elektroauto auf die Straße tun, bis zum Jahr 2020. Aber das, was gemacht wird, das wird vielleicht für 20% davon reichen, wenn jetzt nicht endlich umgesteuert wird. Es ist das Stiefkind der Politik und gleichzeitig die Zukunft für die deutsche Automobilindustrie, wenn wir es langfristig betrachtet, und wir sollten mit unserer Zukunft nicht so stiefmütterlich umgehen. Was die Politik in Sachen Elektromobilität derzeit macht, ist laut Dudenhöfer nichts als heiße Luft, verpackt in nette Worte. Am Kraftstoff, also dem Energielieferanten des Autos, müsse sich dringend etwas ändern. Das liegt nicht daran, dass das Erdöl irgendwann zur Neige geht und dann die große Krise ausbricht. Der Automobilexperte denkt viel weiter. Ich glaube, diese Krisenszenarios, die sind eher weniger wahrscheinlich. Nach meiner Einschätzung wird es so sein, dass man Kraftstoffe immer wieder findet. Die Frage ist, wie kommt man mit dem Klima zurecht? Wie kommt man mit CO2 zurecht? Deshalb ist nachhaltige Energie, die wir aus Wind und Sonne gewinnen, in Elektrizität umsetzen können, in unseren Autos lokal ohne Emissionen nutzen können. Das wäre wirklich der goldene Weg in diese Zukunft. Bei Diesel, bei Benzin, bei Erdgas sind die Vorräte erschöpft, aber es gibt so einen Mechanismus, der Preis, wenn der höher steigt, dann fahren die Leute weniger. Wie die Automobilindustrie allerdings wachsen will, wenn sich eines Tages keiner mehr den Sprit leisten kann, blieb an diesem Tag unbeantwortet. Es zeigt aber, dass man an Elektromobilität nicht vorbeikommt. Wenn die Politik das nicht erkennt, gibt sie eine wichtige Kompetenz Deutschlands in die Hände anderer Länder, die eher aufgewacht sind.